Zeitung ist, der da oben ist. Wie lange dauert die? Jetzt hat es noch 14 Minuten. Noch 14 Minuten. Wie lange dauert das ungefähr? Da haben wir 6 Stunden dran gedruckt. Wow, okay. Allerdings noch nicht auf Geschwindigkeit optimiert. Ja. Erstens, so ist ein zweitens. Man kann halt wirklich
das drucken lassen. Man kann den einfach stehen lassen, der druckt, und man kann was anderes machen. Umso länger das dauert, umso perfekter ist dann der Druck, oder? Oh. So Marzipan ist auch ein sehr hartes Produkt, sehr hartes Lebensmittel. Da braucht man einfach auch mehr Zeit, damit der die Kraft hat, auch das durchzudrücken. Wenn was Weiches ist, wie zum Beispiel Kartoffelpüree, kein Problem. Könnte man da jetzt aber auch einfüllen, oder? Ja. Genial. Für was für Lebensmittel können Sie da drucken? Also was nehmen Sie da außer Marzipan? Also wir haben zum Beispiel Fondant. Oh, Fondant würde auch, genau. Mhm. Auch ein bisschen langsamer als Kartoffelbrei, zum Beispiel. Dann Schokolade, Keksteige, so Fruchtgummibärchen, wenn wir trocken, Karamell, Kaugummi, also ja. Leberpastete. Also im Endeffekt irgendwie alles, wo doch irgendwie flüssig und doch fest ist. Richtig. Und ganz fein. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt super. Jetzt ja, ich habe den nicht mitgekriegt von anderen. Auch Bissé ist eine schöne Sache zum Drucken. Oh, okay. Bissé-Schloss soll Scharnstein. Das wäre nicht schlecht, ne? Etwas. Also ich kann mir vorstellen, dass das für so für Tortenverzierungen. Ja, vor allem, wenn du jetzt eine Hochzeitstorte machst und ein Hochzeitspaar lässt sich ja relativ schlecht modellieren. Das ist eigentlich eine geniale Sache. Und man könnte, wenn man es jetzt wirklich perfektionieren will, noch mit das Brautpaar mit einem 3D-Scanner scannen, mhm, und dann wirklich das echte 3D, also Brautpaar aus Fondant oder Marzipan ausdrucken. Das ist genial. Was druckst du da jetzt eigentlich? Das hier. Genau. Achso, die Eule. Ja, das sieht man aus, so eine Eule. Ich habe mir jetzt nicht da, was es wird, aber von der Form vom Boden her habe ich gleich gewusst, es muss die Eule werden. Ja. Auch schön ist, man kann direkt auf die Torte drucken. Wenn man zum Beispiel einen kleinen Kuchen hat, so wie hier, mhm, kann man den direkt runterstellen und da drauf drucken. Cool. Das ist cool. Hat was. Für weder Bäcker noch Konditor mit. Wir machen nur Käsekuchen. 18 cm Durchmesser, aber jede Torte Und wann kommen die raus, die Drucker? Also wir verkaufen jetzt schon als Vorbestellung und im Februar ist Auslieferung. Und was kostet die? Was denkt ihr denn, was das kostet? Ich denke mal noch um die 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 aufwärts. Ja, also wir bieten jetzt zum Messepreis für 850 Euro. Echt? So günstig? Und 1.200 Euro ist normal. Da ist dann dabei WLAN-Modul. Mhm. Und verschiedene Kartuschen, die Software und der Drucker. Cool. Gut. Hat jetzt nicht gedacht, weil die Softwareentwicklung und alles sowas bestimmt. Hätte ich jetzt auch 2.000 Euro locker her. Also wir wollen halt unsere ganze Entwicklung, unsere ganze Firma, die wir haben, wieder durch die Lebensmittelkartuschen, die wir dazu verkaufen, wieder einfach. Ja. Das ist ähnlich das Prinzip wie der Nespresso. Quasi, dass man das dann überall subventioniert, dann darüber. Ja, okay. Weil es ist wirklich aufwendig. Wir haben jetzt die Firma vor ungefähr einem Jahr gegründet. Ja, ja, das habe ich gelesen, ein Start-up. Ja, genau. Cool. Kann, wenn man möchte, auch die Füllung reduzieren, dann ist es wohl oder weniger. Da könnte man auch mehr aus einer Kartusche rausnehmen, zum Beispiel. Zum Beispiel jetzt bei Schokolade. Wie viel Gramm hat jetzt so eine Kartusche? Und wie viel lässt sich damit drucken ungefähr? Also wir wollen, das sind unsere Prototypen, die wir zurzeit haben, aber auf Marktlinie mit einer 60 Milliliter Kartusche, das sind ungefähr 100 Gramm Marzipan. Mhm. Und wie viel lässt sich damit drucken? 100 Gramm Marzipan sind ungefähr ein Drittel von dem Schloss. Ein Drittel davon, okay. Okay. Macht er das auch auf, gerade jetzt das Schloss, auf mehrere Teile? Versuche, ja, oder mehrere Teile, ja. Ja, genau, wir haben das Schloss, so ein bisschen aussieht. Genau, das sind 5 einzelne Teile, die wir zusammengesetzt haben. Okay. Versuchen wir es sonst gefällt mir. Am besten noch eine Couch drucken und dann die ganzen Simpsons drauf. Das wäre auch was. Die Idee hatten wir schon. Aber habt ihr noch nie umgesetzt. Haben wir noch nicht umgesetzt. Das wird wahrscheinlich schwierig. Da gibt es doch bestimmt eine Facebook-Seite. Wo man die dann irgendwann wieder sieht, oder? Ja,
Jetzt ändert sich auch die Farbe von der Kartusche. Ja, ist wahrscheinlich so wie hier, dass sie verschiedene Farben hören. Weil jetzt eine andere Farbe rauskommt. Wobei später könnte man ja auch einen reinen Marzipan nehmen und wie man das dann möchte mit einem Airbrush. Aber generell kriegt man bestimmt noch einen besseren Glanz dann zum Schluss. Wir haben beschlossen, Neuschwanstein auch nochmal ausgedruckt und dann mit Lebensmittelfarben gemalt. Da kann man noch die Fenster halt feiner rausmalen. Genau. Ist halt nochmal eine Show. Kriegt man nochmal einen schönen Seidenglanz dann. Das hintere Teil ist auch der Wahnsinn. Könnt ihr auch so ein Hummersips Kopf haben? Gibt's sogar einen kleinen? Fast den. Gerne. Da unten ist sogar einen kleinen. Weißt du, hat er. Oh, vielen lieben Dank. Oh, gerne. Dazu feiern wir aber auch gerne. Seid euch mein Chef. Ja, kannst du ihn gleich geben, gleich kaufen. Ja, gerne, dann kommt er einfach auch vorbei. Den Weil so teuer ist der dann nicht. Also ich weiß nicht, ob er es natürlich macht. Ich kann es nur weitergeben. Ich hätte eigentlich mehr gedacht, dass sie teurer sind. Ja, es ist halt der Messepreis und es ist die Marke einfach. Aber selbst nach dem Messepreis ist es so. Nein, also Unternehmen kann man sich das durchaus leisten. Ja. Einfach mal bis in die ganze Woche noch da. Wir kommen Donnerstag nochmal wieder. Ich gebe das mir jetzt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Also wir suchen auch immer Partner, die uns dann Feedback geben, ob es funktioniert, wie es funktioniert, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Und dann da gemeinsam noch wirklich ein richtig tolles Produkt zu entwickeln. Ich finde das echt toll. Genau. Weil sie zwar ähnliche Dinge, aber hier abhängig ist, aber das kann man nicht als sowas vergleichen. Das ist eher industriell und ist dann mit 4, 5 Düsen gleichzeitig. Das Ding ist cool. Freut mich. Wo sind die Kartuschen dann drin? Hier oben oder wie? Also, ich habe noch eine Kartusche. Das ist auf jeden Fall hier in diesem Teil. Okay. Da steckt man diese Kartusche so rein. Einmal fast gedacht. Und dann kommt unten da die Spitze drauf. Ah, okay. Und von oben drückt es halt das langsam genau, durch. Genau, da ist ein Stempel, der den langsam nach unten drückt. Mit der genau vorgeschriebenen Geschwindigkeit, damit es wirklich nicht zu viel und nicht zu wenig rauskommt. Ja, muss ja eigentlich genauer Druck haben, weil sonst könnte man sowas nicht machen. Ja. Und das ist auch bis 90 Grad temperierbar. Also man kann da noch wirklich etwas drücken, was halt erst einen höheren Schmelzpunkt hat. Okay. Nur kühlen können wir leider nicht. Modellierschokolade. Also, wir haben Compound. Compound können wir es. Das wäre nicht das Problem. Schokolade ist sehr aufwendig, ja. Weil wegen dem Fettreif und allem. Also dass das nicht verbrennt zu. Genau, also man kann Schokolade drucken, wenn man sie vorher konchiert und dann flüssig in die Kartusche füllt und gleich druckt. Das geht. Wenn man jetzt allerdings eine fertige Kartusche haben möchte, wo das einfach der Drucker selber aufschmilzt, dann ist ein Compound zur Zeit nur möglich. Jetzt hängt der schon mal. Und wir drucken jetzt hier auch auf 70% Geschwindigkeit. Das schnellste, was wir gemacht haben, sind 150%. Einfach nur, dass man das besser sieht. Wie ist denn die Haltbarkeit jetzt von der Maschine jetzt generell, wenn man jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, dauerhaft auf so einem hohen Niveau drucken würde, da ist ja auch eine Beanspruchung für die Maschine an sich. Das stimmt.
Wir haben ja diesen Kopf jetzt nur aus Kunststoff ausgedruckt, sage ich jetzt mal. Allerdings, wenn wir den ausliefern, wird der komplett aus Aluminium sein, also sehr viel robuster und ausdauernder. Mhm. Aber selbst mit dem Druckkopf drucken wir jetzt schon seit einem halben Jahr wirklich jeden Tag durch. Mhm. Wir testen ja ständig neue Rezepturen und Vorbereitungen für verschiedene Messen. Neue Figuren auch wahrscheinlich. Ja, und da ist bis jetzt das Einzige, was mir passiert ist, dass wir so Kleinteile, wie da oben ist zum Beispiel so ein Stempel oder sowas, dass der mal bricht oder sowas. Das ist jetzt unsere Prototypenlösung. Später ist es natürlich voll Alu. Okay, nee, finde ich gut. Also wir sind selbst überrascht, wie stabil unsere eigene Konstruktion ist. Okay, wenn man lang genug rumtüftelt. Ja, eine schöne heutzutage ist wirklich, das ist eigentlich ein Kunststoffdrucker. Und mit diesem Drucker haben wir unseren Kopf selbst ausgedruckt aus Kunststoff. Und jetzt drucken wir mit dem dann Lebensmittel. Ein 3D-Drucker mit einem 3D-Drucker drucken. Richtig. Das ist cool. Circa noch 5 Minuten, dann ist er fertig. 1 Minute 37, sagt er jetzt noch. Okay. Schon Wahnsinn, dass das so klein ist und doch eigentlich so detailreich. Ja, wir tauschen jeden Tag hoch, weil wir eben alle irgendwas haben, was wir eigentlich wollen sein. Die Eule gebe ich euch dann auch. Höhe, weil ich sehe jetzt gerade die Eule, die wackelt auch schon ganz schön mit. Habt ihr da irgendein spezielles, ja, ich sage jetzt mal Höhenniveau, was maximal geht, bevor das jetzt einzeln umkippen wird? Da kommt es dann wirklich drauf an, wenn man höher druckt, muss das Objekt auch ein bisschen breiter sein, damit es stabiler ist. Eben deshalb, genau, darauf gehe ich gerade aus, weil wir, habt ihr das mal ausprobiert? Also wir haben zum Beispiel für unsere Kickstarter-Aktion Hochhäuser des World Trade Center so gedruckt. Das hatte so ein ungefähr so einen Durchmesser und das so hoch. Und es hat oben ordentlich mitgewackelt, aber es hat trotzdem funktioniert. Okay. Also irgendwie mitberechnet fast, kann man sagen. Zufällig. Es hat halt funktioniert. Ja. Muss auch mal was gut laufen. Ja, so eine Entwicklung. Das stimmt. Ach, schon fertig. Freunde, habt ihr für mich auch so eine Kleinigkeit? Ja.